In der Akutgeriatrie und Frührehabilitation beschäftigen wir uns vor allem mit Erkrankungen, mit Akuterkrankungen, die bei älteren Patienten einen starken Einfluss auf die Aktivitäten des täglichen Lebens haben. So sind wir spezialisiert auf die Behandlung von akuten Krankheiten, zum Beispiel Knochenbrüchen, Herzinsuffizienzen, also Herzbeschwerden und Lungenentzündung, die krankenhauspflichtig sind und die eine Beeinträchtigung der Aktivitäten des täglichen Lebens zur Folge haben. Zu diesem Zweck haben wir in der Akutgeriatrie und Frührehabilitation ein multiprofessionelles Team, das besteht aus den Ärzten, dem Pflegefachpersonal, aus den Therapeuten, den Physiotherapeuten und den Ergotherapeuten. Es besteht weiter aus unserem Psychologen, aus unserem Logopäden und aus den Sozialtherapeuten. Diese insgesamt 7 Berufsgruppen arbeiten in der Erreichung der Zielstellung, eben den Erhalt und die Wiederherstellung von Lebensqualität und Selbstständigkeit bei älteren und hier vor allen Dingen bei hochbetagten Menschen eng zueinander. Darüber hinaus arbeitet das Team der Geriatrie und der Klinik und der inneren Medizin oft Hand in Hand mit anderen Fachabteilungen hier im Hause, vor allen Dingen mit der Unfallchirurgie, mit der Orthopädie, mit der Viszeralchirurgie, mit der Wirbelsäulenchirurgie, weil die betroffenen Patienten in der Regel nicht nur an einer Erkrankung leiden, sondern aufgrund ihrer Multimorbidität viele Beschwerden haben und gegen viele Beschwerden ankämpfen müssen. Nun ist die Geriatrie nicht einfach nur, ich sag's mal, innere Medizin bei älteren Patienten, bei hochbetagten Patienten oder Chirurgie bei älteren oder hochbetagten Patienten, sondern die Geriatrie ist ein eigenständiges medizinisches Fachgebiet, so wie es die innere Medizin und die Chirurgie auch sind. Das heißt, die Geriatrie wird fachlich von einem Geriater geleitet. Dazu kommt das geriatrische Team, das wir bereits charakterisiert haben. Und um den Anforderungen der Patienten im höheren Alter gerecht zu werden, arbeiten das Team der Geriatrie und der inneren Medizin oft Hand in Hand mit den anderen Fachabteilungen unseres Klinikums. Das sind insbesondere die Unfallchirurgie, Orthopädie, die Wirbelsäulenchirurgie, die Viszeralchirurgie, die Allgemeinchirurgie. Denn unsere Patienten haben nicht nur eine Erkrankung, sondern sie leiden oft an mehreren Beschwerden und müssen dagegen kämpfen.